Hallo, liebe App-Gefahren-Nutzer. Wir sind hier in Articles, einer App, die ihr vielleicht schon mal bei uns gesehen habt. Und wir wollten euch da einfach nochmal ein Video vorstellen, denn wir finden die richtig klasse gemacht. Das ist ein Wikipedia-Reader, eine optimierte Ansicht der Wissenssammlung fürs iPhone für 2,69 oder als Universal-App für 4,49 €. Wir nutzen die hier auf dem iPad Mini, wie ihr seht. Und wollen euch einfach mal die verschiedenen Bedienmöglichkeiten hier zeigen. Es gibt natürlich ja die ganz normale Artikelansicht. Wir haben einen Artikel zu Apple gesucht und ich würde sagen, ja, wir können zum Beispiel hier mal auf Steve Jobs klicken. Wenn wir den Finger länger gedrückt halten, haben wir verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel später lesen oder auf neuer Seite öffnen. Das machen wir hier mal mit dem Kollegen Wozniak und dann öffnet sich der ganze Spaß hier auf der neuen Seite. Wir haben jetzt hier zudem die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Sprachen zu wechseln über diese Seitenleiste. Oben sieht man auch die zuletzt verwendeten Sprachen. Das ist natürlich sehr praktisch. Da können wir jetzt einfach zum Beispiel auf Englisch wechseln. Manchmal sind ja da die Artikel deutlich umfangreicher. Und ja, das passiert innerhalb von wenigen Sekunden, ohne dass man da irgendwie auch das ganze System umstellt. Denn wenn ich jetzt zurückwechsle, hier hatte ich einen Artikel zu Bochum geöffnet, dann ist der natürlich immer noch auf Deutsch. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Wir können jetzt auch nochmal in die Spielzeit-Lesen-Liste reingucken, das ist hier. Da ist natürlich der Artikel zu Steve Jobs hinterlegt worden. Auch hier kann man einfach durchwechseln. Man sieht das ganz schön viel. Vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Und dann kann man einfach hier ein Inhaltsverzeichnis öffnen, wo dann die ganzen Zwischenüberschriften natürlich nochmal zu finden sind. Zum Beispiel können wir hier zur Rückkehr zu Apple wechseln, einfach mit einem kleinen Klick. Es gibt zudem die Möglichkeit, so eine Art schnelles Scrollen zu aktivieren. Da tippt man doppelt auf dem Bildschirm und kann dann quasi hier ziemlich schnell sich durch den Artikel bewegen. Rechts sieht man auch noch, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, so eine kleine Skala, wo man ungefähr sieht, wo man sich befindet. Das ist also auf jeden Fall sehr praktisch. Was ich auch ganz cool finde, ist die Möglichkeit hier über dieses Lesezeichenmenü sich einmal mit zufälligen Artikeln zu überraschen. Zum Beispiel über Jamie Rivers, ein kanadischer Eishockeyspieler. Also wenn wirklich jemand so wissbegierig ist, dass er einfach irgendwelche Inhalte in sich reinsaugen möchte, kann man das mit Articles auch tun. Deutlich sinnvoller ist vielleicht die Möglichkeit, sich Wikipedia-Artikel anzeigen zu lassen, die in der Nähe sich befinden. Da klicken wir einfach mal drauf. Da kann man hier irgendeinen Kartenausschnitt markieren, sich orten lassen. In Bochum natürlich vielleicht nicht ganz so interessant. Deswegen würde ich einfach mal sagen, fliegen wir mal hier schubs nach London. Denn ich denke mal, hier sollte sich an Stecknadeln so einiges tun. Zack, da kommen sie reingeflogen. Und wenn ich natürlich jetzt irgendwie hier stehe, dann kann ich sagen, okay, was ist denn das da für ein Ding? Und im besten Fall wird mir dann direkt der Wikipedia-Artikel zum St. James Palace angezeigt. Auch hier ganz normal scrollen, ich kann die Sprachen wechseln. Und so weiter und so fort. Ich kann links anklicken, was das Herz begehrt. Und ich kann natürlich ganz einfach wieder zurückwechseln zur Kartenansicht und sagen, okay, nee, ich wollte doch mal gucken, was hier Piccadilly, was das nochmal auf sich hatte. Und kriege dann dazu die Information angezeigt. Insgesamt ist Articles auf jeden Fall, finde ich, eine richtig klasse gemachte App. 4,5 Sterne gibt es von Nutzern. Der Wertung würde ich mich anschließen. Es könnte vielleicht noch ein bisschen schneller laden, aber ich denke mal, dass das nicht an der App liegt, sondern einfach an der Internetverbindung und an der Tatsache, dass natürlich erstmal sämtliche Inhalte von Wikipedia geladen werden müssen.